Und damit hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video zum Nachbericht bzw. Fazit nach unserem Spiel in Hamburg. Der 1. FC Nürnberg trennt sich, muss man sagen, sehr, sehr stark vom HSV in Hamburg mit 1:1. Und jetzt gibt es hier nochmal ein kurzes Fazit nach diesem wirklich geilen Spiel von unserer Mannschaft. Und wie ich schon gesagt habe, es war wirklich ein geiles Spiel von Anfang an. Man muss sagen, ich fand die ersten 20 bis 25 Minuten fand ich noch sehr ausgeglichen. Also da fand ich sogar den HSV vielleicht noch den Ticken besser im Spiel, ohne jetzt aber wirklich eine große Chance zu haben, ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber in der 15. Minute ging der HSV in Führung, kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Ballverlust im Mittelfeld, HSV schaltet schnell um, 1:0 für Hamburg, eigentlich aus dem absoluten Nichts. Ja, fällt dieses Tor, ich finde, dann hat die Mannschaft das ja gut gemacht, wollte antworten, kam immer mal wieder so bis zum 16er durch, aber nicht in den 16er. Man muss sagen, bis vor kurz vor der Halbzeit war es eher ein bisschen langweiliger, das Spiel, war jetzt nicht viel los, war ein bisschen zäh, bisschen einschlafen, bisschen müde. Dann fand ich, vor der Halbzeit hatten wir zwei, drei Riesensituationen. Allein Stefanos Tsimas hatte zwei, drei Riesensituationen, wo er vielleicht sogar ein Tor machen muss. Und somit ging es dann leider mit dem 1:0-Rückstand gegen Hamburg in Hamburg in die Kabine. Aber man hat dann gemerkt, ja, der Trainer hat auf jeden Fall einiges angesprochen in der Halbzeit. Und nach der Halbzeit, was das war, also da waren wir, finde ich, eine halbe Stunde lang waren wir die deutlich bessere Mannschaft. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, haben wir die ganze zweite Halbzeit dominiert. Ich würde sagen, mindestens bis zur 70., 75. waren wir die dort klar bessere Mannschaft, müssen eigentlich das Spiel sogar komplett drehen, wenn man sich die ganzen Chancen mal ansieht. Emreli macht dann das 1:1 in der 63. Wir hatten vor dem Emreli-Tor, glaube ich, schon 4-5 Megachancen. Also wir hätten hier ganz ehrlich mindestens 3-4-1 gewinnen können in Hamburg. Wenn man nur allein die Chancen zusammenzählt, hätten wir hier sogar gewinnen müssen. Also kann man jetzt am Ende des Tages sagen, ist es vielleicht sogar ein Punkt, der wo für die Leistung zu wenig ist. Ich denke vorher, wenn man gesagt hätte, ein Punkt in Hamburg, das hätten wir alle genommen, sind wir mal ehrlich. Hätte man gesagt, ja, ein Punkt in Hamburg, das ist richtig gut. Aber so nach dem Spiel ist man schon so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mehr geworden ist. Ja, ich bin jetzt ein bisschen Ding. Irgendwie finde ich schon gut, dass wir einen Punkt geholt haben in Hamburg, ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Auf der anderen Seite ist man irgendwie niedergeschlagen, dass es nur ein Punkt ist. Also es ist weder schlecht noch richtig gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Der HSV hat in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, sich kaum noch gewehrt. Okay, man muss sagen, der HSV hatte noch ein, zwei gute Situationen, vor allem einen Fernschuss an den Pfosten von Marco Richter und dann nochmal eine Chance übers Tor eines jungen Spielers des HSV. Das war meiner Meinung nach das Einzige, was der HSV chancenmäßig hatte in der zweiten Halbzeit. Ansonsten war vom HSV eigentlich in der zweiten Halbzeit nichts zu sehen. Eigentlich haben nur wir gespielt in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war eigentlich 50-50, komplett ausgeglichen. Ja, deswegen finde ich, am Ende des Tages hat der HSV vielleicht durch ganz viel Kampf sich den Punkt irgendwie verdient. Aber wenn man sich die Chancen anschaut, dann ist der Punkt eigentlich auf der anderen Seite auch nicht verdient. Also wenn man es vom Kampf her sieht, ist es kein unverdienter Punkt für den HSV, weil der HSV hat sich hat einen guten Keeper gehabt, einen guten Tag gehabt. Aber wenn man sich die Chancen anschaut, dann ist es ein sehr unverdienter Punkt für den HSV. Aber gut, im Fußball fragt am Ende niemand nach unverdient, unverdient. Wir haben die Chancen nicht gemacht. Können wir jetzt im Endeffekt uns auch nichts von kaufen. Freitag geht es dann weiter vor der Länderspielpause mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, wo ich natürlich auch wieder Vorbericht nachbericht machen werde, denke ich. Und wo ich natürlich hoffe, dass die Jungs da wieder auf Sieg spielen. Ich meine, heute haben sie auch auf Sieg gespielt, aber ja, dann auch wieder den Sieg holen. Naja, Leute, wie gesagt, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Heute kam der Nachricht etwas später. Verzeiht mir bitte. Wie gesagt, wünsche euch noch einen schönen Abend. Abonniert gerne meinen Kanal, liked gerne das Video. Und wir sind kurz vor den 100 Abonnenten. 4 Abos fehlen noch. Also wenn ihr nett wärt, drückt einfach mal auf Abonnieren, damit wir die 100 Abonnenten erreichen. Würde mich sehr freuen. Schönen Abend, bis bald.